Heute für euch die Heiligtümer des Todes von der Erschaffung bis zum endgültigen Ende erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um die Heiligtümer des Todes und was du noch nicht über sie weißt. Das letzte Buch der Harry Potter Reihe dreht sich um die Heiligtümer des Todes. Es war sehr gut geschrieben und in den Filmen sehr gut umgesetzt, aber es hat leider nicht die ganze Geschichte erzählt. Es gibt noch viel mehr und es geht so tief, dass Harry und Voldemort in diesem Video sogar als entfernte Verwandte miteinander verbunden sind. Ich werde von ihrer Entstehung bis hin zu ihrem Ende der Serie alles erläutern. Die Geschichte beginnt mit den drei Brüdern Peverell, die den Tod versuchen auszutricksen. Wie die meisten von euch schon wissen, gab es eine Brücke über einem Fluss, die kaputt war. Normalerweise ertranken Menschen einfach, wenn sie versuchten, durch den Fluss zu schwimmen, ohne die Brücke zu überqueren. So bekam der Tod neue Seelen. Doch die drei Brüder waren von magischer Natur und reparierten die Brücke einfach mit ihren Kräften. Dies machte den Tod sehr wütend und er erschien den Brüdern auf der Brücke. Er spielte aber nicht den wütenden Tod, sondern eher einen freundlichen Zeitgenossen, der die Magie der drei Brüder respektierte und ihnen Glückwünsche aussprach. Der Tod sagte ihnen, dass er jedem von ihnen ein Geschenk machen wollte und jeder sich einen Gegenstand bzw. einen Preis wünschen kann. Antioch Peverell, der älteste Bruder, bat um einen Zauberstab, der mächtiger war als jeder andere Zauberstab auf der ganzen Welt. Der Tod gab ihm einen Zweig des Elderbaums, der am Ufer stand, und dies war der Elderstab, der mächtigste Zauberstab aller Zeiten. Der zweite Bruder, Cadmus Peverell, bat um einen Weg, die Liebe seines Lebens von den Toten zurückzuholen, die er sehr früh verloren hatte. Und der Tod gab ihm einen Stein vom Flussufer, der genau das tun konnte. Schließlich bat Ignotus Peverell um die Möglichkeit, diesen Ort unbemerkt zu verlassen und nicht für den Rest seines Lebens vom Tod verfolgt zu werden. Und so gab der Tod ihm höchst widerwillig einen Teil seines eigenen Unsichtbarkeitsumhangs. Der Tod hatte natürlich bei diesen Geschenken einen Plan im Hinterkopf, da er die Gier und die Verhaltensweisen der Menschen genau kannte. Und so wusste er ganz genau, dass diese Gegenstände die drei Brüder schneller in seine Arme befördern würden, als sie sonst in die Arme des Todes gekommen wären. Nur beim dritten Bruder, Ignotus Peverell, war er sich nicht so sicher. Antioch prahlte direkt in der nächsten Stadt mit seiner Unbesiegbarkeit und seinem mächtigen Zauberstab und tötete auf seinem Weg einen Zauberer, mit dem er einst gestritten hatte. Schließlich wurde er in derselben Nacht von jemandem getötet, der den Zauberstab für sich selbst haben wollte. Derjenige schlich sich einfach in sein Zimmer, schnitt ihm in der Nacht die Kehle durch und floh mit dem gestohlenen Zauberstab. Cadmus, der zweite Bruder, versuchte mit dem Stein der Auferstehung die Liebe seines Lebens, die früh gestorben war, wieder von den Toten zurückzuholen. Es war aber leider nicht dasselbe wie eine reale Person zurückzuholen. Er konnte sie nicht berühren und sie war unglücklich, da sie nicht an diesen Ort der Lebenden gehörte. Und so ließ er sie wieder gehen und begann schließlich Selbstmord, um wirklich bei ihr zu sein im Reich der Toten. Und so machte sich der Tod auch den zweiten Bruder Peverell zu eigen. Ignotus Peverell jedoch lebte den Rest seines Lebens verborgen vor dem Tod, so wie er es geplant hatte, unter seinem Umhang. Als er ein reifes Alter erreicht hatte, gab er den Mantel an seinen Sohn weiter und begrüßte den Tod im hohen Alter wie einen alten Freund und ging zufrieden mit ihm. Und so machte sich der Tod schließlich auch den dritten Bruder zu eigen. Diese drei Gegenstände bilden die Heiligtümer des Todes. Die Legende besagt, dass man, wenn man alle drei Heiligtümer des Todes besitzt, den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Unsichtbarkeitsumhang, der Herr über den Tod ist. Und als Harry Dumbledore fragte, ob die Peverell-Brüder in der Geschichte der drei Brüder echt seien, antwortete Dumbledore: Oh ja, ich glaube schon, ob sie dem Tod auf einer einsamen Straße begegnet sind oder nicht. Ich halte es eher für wahrscheinlicher, dass die Peverell-Brüder einfach begabte, gefährliche Zauberer waren, denen es gelang, diese mächtigen Gegenstände zu erschaffen. Die Geschichte, dass sie die Heiligtümer des Todes waren, scheint mir die Art von Legende zu sein, die um solche Schöpfungen erzählt werden, wie sie entstanden sein könnten. Was also wurde aus den drei Heiligtümern des Todes? Sowohl der Stein als auch der Umhang bleiben in der Familie und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Der Mantel wurde an die Familie von Ignotus Peverell weitergegeben, bis sie keinen männlichen Erben mehr hatte. Und so wurde er schließlich an die Töchter weitergegeben. Das führte schließlich zur Familie Potter und eine der weiblichen Erbinnen heiratete Hardwin Potter. Von hier an machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Da wurde der Umhang an Fleamond Potter weitergegeben und dann an seinen Sohn James Potter.
Nachdem Kadmos Selbstmord begangen hatte, wurde der Stein der Auferstehung in einen Ring eingearbeitet und dieser Ring wurde als Familienerbstück weitergegeben. Ein Erbstück für die Familie Peveril und die Ereignisse führten zu der Familie Gaunt, als der Ring weitergegeben wurde. Schließlich wurde er an Marvolo Gaunt weitergegeben, der Tom Riddles Großvater war. Voldemorts Großvater Marvolo gab den Ring an seinen Sohn Morphin Gaunt weiter, als Voldemort noch in Hogwarts zur Schule ging. Schließlich stahl Voldemort den Ring von Morphin und benutzte ihn, um einen seiner Horcruxe herzustellen. Dann versteckte er ihn in ihrem Haus, in dem sein Großvater, sein Onkel und seine Mutter gelebt hatten, und versah ihn mit magischen Verzauberungen und Schutzmaßnahmen, um ihn sicher zu verwahren. Der Grund, warum dieser Horcrux so interessant ist, liegt darin, dass sie den Helden der Geschichte und den Bösewicht der Geschichte miteinander verbinden. Weil beide Heiligtümer des Todes, der Umhang und der Stein, sowohl an Harry als auch an Voldemorts Familie weitergegeben wurden. Wir wissen, dass Harry ein Nachfahre von Ignotus Peveril ist. Und wir wissen, dass Voldemort ein Nachkomme von Cadmus Peveril ist. Ignotus und Cadmus waren Brüder. Das bedeutet, dass Harry und Voldemort Nachkommen derselben Familie sind. Was bedeutet, dass sie tatsächlich miteinander verwandt sind. Zwar wahrscheinlich sehr, sehr schwach, aber sie sind verwandt. Während der Umhang und der Stein der Auferstehung in der Familie blieben, ist der Elderstab nicht in der Familie geblieben. Antioch Peveril, der ursprüngliche Besitzer des Elderstabs, tötete, wie ich schon vorhin erwähnt habe, einen Mann in einer Bar, mit dem er in der Vergangenheit einen Streit hatte. Jetzt, wo er den Elderstab, den mächtigsten Zauberstab aller Zeiten, besaß, prahlte er natürlich mit seiner Macht. Sein Plan, mit seiner Macht zu prahlen, ging aber leider etwas nach hinten los und er wurde im Schlaf getötet und der Mörder nahm den Zauberstab an sich, wodurch er die Familie Peveril verließ. In der Zaubererwelt funktionieren Zauberstäbe so, dass wenn man ein Duell gewinnt und den Gegner überwältigt oder wenn man seinen Gegner auch tötet, die Zauberstäbe ihre Loyalität ändern. Dies haben wir im ersten Harry Potter Buch gelernt. Der Zauberstab wählt den Zauberer Mr. Potter. Es ist nicht immer klar, warum. Wenn du nicht vom Zauberstab auserwählt bist oder die Person, deren Zauberstab du gestohlen hast, nicht besiegt hast, wird er für dich nicht richtig funktionieren, was durchaus später noch sehr relevant sein wird. Der Mann, der Antioch getötet hatte, wurde der rechtmäßige Besitzer des Zauberstabs, weil er den vorherigen Besitzer getötet hatte. Der Zauberstab ging über viele Jahre hinweg an verschiedene Besitzer über und das gewöhnlich über Gewalt. Die erste Erwähnung des Zauberstabs in der Geschichte der Zauberer nach Antioch Peveril war bei Emmerich dem Bösen, einem aggressiven Zauberer, der den Süden Englands im Mittelalter terrorisierte. Er wurde in einem grausamen Duell von Egbert dem Ungeheuerlichen niedergemetzelt, der nach seinem Sieg über Emmerich den Bösen in den Besitz des Elderstabs gelang. Ein Jahrhundert später war ein Zauberer namens Godelot der nächste bekannte Meister des Zauberstabs. Er benutzte den Zauberstab als Leitfaden zum Lernen und ließ sich von ihm über die dunklen Künste unterrichten. Und er schrieb ein Buch namens Magie des Bösen, in dem es, oh was für eine Überraschung, um dunkle Magie ging. Godelot wurde von seinem eigenen Sohn auf dem Dachboden eingesperrt, der seinen Vater dort dem Tod überließ, um in den Besitz des Zauberstabs zu gelangen. Der nächste Besitzer des Zauberstabs war ein Zauberer namens Barnabas Deverill im 18. Jahrhundert. Er benutzte den Zauberstab, um sich einen Ruf als furchterregender Hexenmeister zu machen. Er wurde von einem Zauberer namens Loxias getötet, der nächste Besitzer des Zauberstabs war und ihm den Namen Todesstab verlieh. Es ist nicht genau bekannt, wer ihn getötet hat, denn er war so bekannt, dass viele Leute behaupteten, ihn getötet zu haben, einschließlich Loxias eigener Mutter. Nun zu einer Geschichte, die wir kennen. Ein Zauberer namens Grigorowitsch besaß den Zauberstab im späten 18. Jahrhundert. Als Zauberstabmacher war er natürlich sehr fasziniert von dem Zauberstab und versuchte, seine Kräfte zu duplizieren. Er verbreitete die Nachricht, dass er den Zauberstab besaß und versuchte, ihn zu kopieren, in der Hoffnung, dass er dadurch mehr Aufträge erhalten würde. Dies erregte die Aufmerksamkeit eines Jungen namens Gellert Grindelwald. Dieser schlich sich in Grigorowitschs Laden, betäubte ihn, um sich die Beherrschung des Zauberstabs zu sichern, nahm den Elderstab an sich und sprang aus einem Fenster. Grigorowitsch wusste nie, wer ihn gestohlen hatte. Grindelwald und Albus Dumbledore hatten sich in ihrer Jugend angefreundet und sie schlossen sich bei der Suche nach den Heiligtümern des Todes zusammen. Dies führte schließlich zum Tod von Ariana Dumbledore, Albus Dumbledores kleiner Schwester. Daraufhin trennten sich ihre Wege und Grindelwald holte sich dann den Elderstab von Grigorowitsch.
Grindelwald benutzte den Zauberstab, als er zu einem der gefährlichsten und bekanntesten Zaubertyrannen der Zaubererwelt wurde. Dumbledore erhörte die Bitten der Zaubererwelt, sich Grindelwald zu stellen und seine Schreckensherrschaft zu beenden, da er der einzige würdige Gegner für Grindelwald war. Schon irgendwie cool, wie alte Freunde aus ihrer Jugendzeit die mächtigsten Zauberer der Zeit waren. Dumbledore besiegte ihn schließlich im Kampf und er gelangte in den Besitz des Elderstabs. Dumbledore war auch in seinen späteren Jahren immer wieder von den Heiligtümern fasziniert, obwohl er die Jagd nach den Heiligtümern schon Jahre zuvor aufgegeben hatte. Auch als er James Potters Umhang sah, fragte Dumbledore ihn, ob er ihn sich ausleihen dürfte, um ihn zu untersuchen, denn er war viel älter und perfekter erhalten als jeder Unsichtbarkeitsumhang, den Dumbledore je gesehen hatte, und er wusste irgendwie, dass er zu den Heiligtümern des Todes gehörte. James wurde leider umgebracht, kurz nachdem Dumbledore ihn darum gebeten hatte, ihn ausleihen zu dürfen. Dumbledore war nun im Besitz von zwei der drei Heiligtümern des Todes. 10 Jahre später, als James' Sohn Harry nach Hogwarts kam, war Dumbledore immer noch im Besitz des Umhangs und er schenkte ihn Harry anonym zu Weihnachten, einfach um sicherzustellen, dass er weiterhin an seine rechtmäßige Familie weitergegeben wird. Viele Jahre später entdeckte Dumbledore Voldemorts Geheimnisse über seine Horcruxe. Daraufhin fand er den Ring mit dem Stein der Auferstehung und das Haus von Voldemorts Großvater. Er überwand die magischen Verzauberungen und nahm den Ring an sich, als er erkannte, dass der Stein der Auferstehung drin war. Leider war er zu diesem Zeitpunkt sehr besessen geworden von den Heiligtümern des Todes und steckte sich den Ring an den Finger. Er vergaß dabei völlig, dass es ein Horcrux war und dass dieser von Voldemort verflucht wurde. Dieser Horcrux vergiftete Dumbledore und Snape konnte zwar verhindern, dass es sich über seine gesamte Hand ausbreitete, Snape sagte ihm jedoch auch, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat. Daraufhin zerstörte Dumbledore den Horcrux mit dem Schwert von Godric Gryffindor. Weil er immer noch im Besitz des Elderstabs war und weil er sowieso sterben würde, schmiedete Dumbledore einen Plan. Dieser Plan sollte sicherstellen, dass Snape Dumbledore nicht besiegen würde, weil Dumbledore Snape bat, ihn zu töten, damit es keinen wahren Besitzer des Zauberstabs mehr gibt, denn niemand hätte Dumbledore wirklich besiegt. Damit keiner die gefährliche Macht des Elderstabs jemals wieder missbrauchen konnte, musste er dafür sorgen, dass es keinen Nachfolger von ihm gibt. Leider lief der Plan nicht so wie gedacht und Draco Malfoy entwaffnete Dumbledore auf dem Astronomieturm, bevor Snape ihn töten konnte. Dies bedeutete, dass Draco Dumbledore besiegte und somit Draco in den Besitz des Elderstabs kam. Der Zauberstab wurde jedoch mit Dumbledore begraben, bis Voldemort auf die prächtige Idee kam und ihn später in diesem Jahr aus Dumbledores Grab holte. Da Harry aber Draco Malfoy entwaffnete, nachdem Draco Dumbledore entwaffnet hatte und damit der rechtmäßige Besitzer des Elderstabs war, war nun Harry der rechtmäßige Besitzer des Elderstabs, weil Harry seinen Meister Draco besiegt hatte. Harry war nun Herr über zwei der drei Heiligtümer des Todes, den Umhang und den Elderstab. Dumbledore nahm vor seinem Tod den Schnatz, den Harry in seinem ersten Quidditch-Spiel gefangen hatte, und legte den Stein der Auferstehung in ihn hinein. Dann legte er ihn in seinem Testament für Harry ab. Als Harry ihn erhielt, sah er eine Nachricht darauf, die lautete: „Ich öffne mich zum Schluss." Kurz bevor Harry sich selbst sterben lassen wollte, erkannte er, was die Nachricht bedeutete und sprach die folgenden Worte: „Ich bin bereit zu sterben." Und der Schnatz öffnete sich und enthüllte den Stein der Auferstehung. Harry war nun sogar im Besitz aller drei Heiligtümer des Todes, was ihn rein theoretisch zum Meister des Todes machte. Es gibt eine Theorie, dass Harry nicht gestorben ist, weil er der Meister des Todes war und alle drei Heiligtümer des Todes besaß. Das ist eine interessante Theorie, aber leider nicht der wahre Grund, warum Harry nicht gestorben ist. Weil es eine so bekannte und akzeptierte Theorie ist, wurde der wahre Grund, warum er nicht gestorben ist, im Kapitel King's Cross im letzten Buch erklärt, als Harry vom tödlichen Fluch getroffen wird. Er sieht Dumbledore, der ihm den genauen Grund erklärt, warum Harry nicht gestorben ist, und das hat nichts mit den Heiligtümern des Todes selbst oder damit zu tun, dass er der Meister des Todes ist. Dumbledore sagt, dass es an dem Schutz liegt, den seine Mutter ihm gab, als sie sich opferte, um Harry zu retten, als er noch ein Baby war. Dieser Schutz sollte eigentlich auch funktionieren, bis er 17 wurde. Da Harry im Hause der Dursleys zu Hause war, solange er mit Petunia, also seinem Blut, zusammenlebte, der Schwester von Lily, bestand der Schutz weiter für Harry. Der Schutz sollte eigentlich verschwinden, als er 17 wurde und das Haus der Dursleys nicht mehr sein Zuhause nannte. Aber der Schutz verschwand einfach nicht, wie er sollte, denn Voldemort benutzte Harrys Blut, um im Feuerkelch zurückzukehren. Dumbledore sagt, dass sein Körper ihr Opfer am Leben erhält und dass der Zauber fortbesteht. Weil Voldemort also Harrys Blut in seinen eigenen Körper getan hat, lebt der Schutz von Lily in Voldemort weiter. Deshalb ist Harry nicht gestorben.
Eine andere coole Theorie, die sich um die Heiligtümer des Todes dreht, ist, dass Voldemort, Snape und Harry die drei Brüder repräsentieren. Das ist jedoch Stoff für ein anderes Video, was ich auch machen werde. Also weiter im Text. Weil Harry der wahre Meister des Elderstabs war, den Voldemort immer noch benutzte, ging Voldemorts Plan nach hinten los und dies führte letztendlich zu Voldemorts Untergang und zum finalen Kampf zwischen Harry und Voldemort. Was also geschah mit den drei Heiligtümern des Todes am Ende der Reihe? Wie man sagt und wie auch von J.K. Rowling bestätigt wurde, wenn es um den Stein der Auferstehung geht, ließ Harry den Stein im verbotenen Wald fallen und dieser wurde von Zentauren in den Boden gedrückt, als sie in der Schlacht von Hogwarts in den Kampf zogen. Der Unsichtbarkeitsumhang wurde von Harry aufbewahrt, bis er ihn schließlich an seinen Sohn weitergeben würde. Was den Elderstab betrifft, so benutzte Harry ihn, um seinen eigenen Zauberstab zu reparieren, der zu Beginn des letzten Buches zerbrochen wurde. Normalerweise ist ein Zauberstab nicht zu reparieren, aber da es sich um den mächtigsten Zauberstab der Welt handelte und Harry der wahre Meister von ihm war, konnte Harry irgendwie seinen eigenen Zauberstab erfolgreich reparieren. Dann am Ende zerbrach er den Elderstab in zwei Hälften, um sicherzustellen, dass niemand jemals seine Macht wieder missbrauchen konnte. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.